Hallo und herzlich willkommen in Klötzchens kreativer Ecke. Hopp. Jetzt erst ein letzter Tageswater. Heute zeige ich euch, wie ich diese Schnuffelkatze vom Schnittmuster bis zu den Schnurrhaaren selber gemacht habe. Und Madame Mim und Uschi waren auch wieder dabei. Hallöchen! Ich freue mich, dass es heute endlich ein neues Bastelvideo gibt. Viele von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, dass sie sich sowas mal wieder wünschen würden. Ich mir ehrlich gesagt auch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich diese Schnuffelkatze genäht habe mit Knisteröhrchen und Rasselschwänzchen. Ah, ein Kätzchen! Oh, wie drollig! Aber sag mal, Schnuffelkätzchen, das sagt mir jetzt nichts. Was ist denn das genau? Vielleicht kennt ihr solche Schnuffeltücher für Babys. Eigentlich ist das eine Mischung aus Schnuffeltuch und Kuscheltier. Und ich hatte in der Schwangerschaft, bevor Marlene auf die Welt kam, angefangen, das zu nähen. Und dann kam sie ja doch einiges früher. Und jetzt dachte ich, ich mache das fertig und schenke ihr das Ganze zu Nikolaus. Ach, wirklich, also wie eine super Idee, Klötzchen. Sag mal, mir willst du auch so ein Schnuffelkätzchen? Hm? Nee, gell? Bist ja selber eins. Wenn ihr also auch ein hübsches Geschenk für ein Baby oder für ein Kleinkind machen möchtet, dann habe ich eine kleine Überraschung für euch. Und zwar war ich auf der Suche nach einem Schnittmuster und bin leider nicht fündig geworden. Ich glaube, ich hatte nur einen Hasen gefunden oder irgendwas hat mir daran immer nicht so 100% gefallen. Dann habe ich ein Foto gefunden. Da war auch über zwei Links ein Schnittmuster dabei, aber die Anleitung war auf Russisch und dieser Download hat auch hier in Deutschland nicht funktioniert. Also habe ich gedacht, ach komm, Schnittmuster, kannst du selber machen. Und das ist meine kleine Überraschung für euch. Ihr findet unten in der Infobox einen kostenlosen Download-Link mit diesem Schnittmuster. Aber anstatt so einem Schnuffelkätzchen, wie wäre ich denn dann mit so einem Schnuffelspätzchen? Die Merlin, die reist ja auch ganz gerne mal ein Vögelchen, gell? Die Mutti geht mal gucken, ob sie da irgend so was Passendes findet. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, dann... Madame Mim? Madame Mim. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Ich bin übrigens Julia, hier dreht sich alles ums Selbermachen im weitesten Sinne. Schaut doch gerne mal in meinen Playlists nach, dort findet ihr viele andere interessante Videos und lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft kleine Geschenke von mir nicht verpasst. Ach ja, wer von euch, der meine Videos schon länger schaut, erkennt denn, welcher Teil vor der Geburt und welcher Teil in den letzten Tagen gedreht wurde? Wenn ihr es glaubt zu wissen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe also dieses Foto, was meine Vorlage war, eingehend studiert und mir danach ein Schnittmuster erstellt. Haha, hier sieht man auch noch den dicken Babybauch. Ganz wichtig, wenn ihr euch selber ein Schnittmuster mal erstellen wollt, achtet immer darauf, dass ihr auf jeden Fall die Nahtzugabe mit einzeichnet. Ich habe hier ringsherum einen Zentimeter berechnet, mir noch ein paar Notizen gemacht und eine Hilfslinie dafür, wo der Kopf nachher in den Körper eingenäht werden soll. Dies ist die Vorlage für die Katzenöhrchen. Ich war mir an dieser Stelle noch nicht sicher, ob ich sie im Bruch, also auf den gefalteten Stoff, nachher übertragen möchte. Das ist das Schnittmuster für den Körper. Der wird nachher auf jeden Fall im Bruch auf den gefalteten Stoff aufgelegt. Ich zeige euch das nachher. Diese Halsrundung habe ich dann aber doch weggelassen, weil ich mir mit den Maßen nicht 100% sicher war, ob das mit der Rundung am Kopf am Ende so stimmt. Und ich wollte es ganz einfach halten. Und so sieht mein Schnittmuster für den Katzenschwanz aus. Wenn ihr wirklich mein Schnittmuster verwenden möchtet, dann müsst ihr das Ganze natürlich nur ausdrucken und ausschneiden. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut mit dem Schnittmuster. Das ist mir viel zu kompliziert, aber ich habe was anderes Schönes gefunden. Guck mal. Ach, da ist die Madame. Für den Zuschnitt braucht ihr neben eurem Schnittmuster natürlich eine Stoffschere, Malerkreide oder einen Zauberstift wie bei mir und den Stoff eurer Wahl. Und ich hatte tatsächlich Stoffreste von dem Stoff, der, glaube ich, bei meiner Vorlage verwendet wurde. Zuallererst wollte ich die kleinen Stoffreste verwenden und habe dazu die Öhrchen wirklich im Bruch angezeichnet. Das heißt, das Papier symmetrisch gefaltet und den Stoff auch. Wenn ihr einen Stoff haben solltet, wie bei mir, der quasi ein leichtes Muster aufweist, dann müsst ihr immer darauf achten,
dass je nachdem, wie ihr zuschneidet, euer Muster nachher symmetrisch oder mit Absicht nicht symmetrisch zu sehen sein wird. Die Katzenöhrchen braucht ihr viermal. Da ich mich aber dazu entschieden habe, das Innere der Öhrchen aus einem anderen Stoff zuzuschneiden, habe ich sie hier erst zweimal angezeichnet. Damit mir beim Ausschneiden nichts verrutscht, habe ich das Ganze einmal mit Stecknadeln fixiert und dann konnte ich mit der Stoffschere zuschneiden. Nach dem Zuschnitt sahen die Katzenöhrchen so aus und den Schwanz habe ich auch direkt zugeschnitten, auch zweimal und das Ganze schon aufeinander gesteckt und das sah dann so aus. Den Katzenkopf habe ich auch zweimal angezeichnet und ausgeschnitten und hierbei ganz extrem auf die Symmetrie geachtet. Das hat mir hinterher auch sehr geholfen fürs Aufsticken des Gesichts. Die gab es mal beim Aldi im Dreierpack. Und das Praktische daran ist, die habe da unten so ein, na, komm, kriegst du auf, so ein Klettverschluss, gell? Und dann kann man dann hier so was reintun. Und ja, anstatt ein Schnuffelkätzchen ist es dann vielleicht ein Schnüffelkätzchen. Und ein Schnüffelschätzchen, ich glaube, es ist eher ein Waschbär oder sowas. Als nächstes habe ich mir wieder den grauen Stoff in den Bruch gelegt und den Körper ausgeschnitten. Wenn bei diesem Video irgendwelche Fachtermini auftauchen sollten, die euch unbekannt sind, oder wenn ihr wirklich komplette Nähanfänger seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, mit jemandem zusammen das Projekt zu machen oder euch dazu noch ein paar andere Videos anzuschauen. Ich gehe in diesem Video jetzt nicht genauer darauf ein, wie man eine Nähmaschine benutzt oder eben was es bedeutet, im Bruch zuzuschneiden. Aber ich bin wirklich alles andere als ein Nähprofi und wenn ihr ein bisschen Näherfahrung habt, solltet ihr das auch hinbekommen. Und für diesen Stoffrest hatte ich mich entschieden, um nun das Innere des Körpers und das Innere der Öhrchen zuzuschneiden. Für den nächsten Arbeitsschritt habe ich eine Sticknadel verwendet, ein schwarzes dickes Garn, meinen Zauberstift und einen Stickrahmen. Das Stoffteil für das Katzengesicht habe ich mir in meinen Stickrahmen eingespannt, das Ganze wirklich schön straff gezogen und dann mit meinem Zauberstift freihand das Gesicht angezeichnet. Hierbei war es wirklich sehr hilfreich, dass ich beim Zuschnitt auf die Symmetrie des Musters geachtet hatte. Ich weiß wirklich nicht, wann ich zum letzten Mal was gestickt habe in meinem Leben. Ich vermute, ich war vielleicht sogar noch ein Kind. Keine Ahnung, ich habe einfach drauf losgestickt und das ist wirklich alles andere als professionell, aber für diese Zwecke hat es völlig ausgereicht. Und so sah das fertige Katzengesicht aus. Ich finde, es ist wirklich ganz gut geworden. Und jetzt musste ich den Stoff nur noch wieder aus dem Stickrahmen lösen. Es ist wirklich drollig, Klötzchen. Also wenn ich irgendwann mal viel Zeit habe, dann mache ich vielleicht mir auch so ein Kätzchen oder für die Kätzchen so ein Schätzchen. Aber sag mal, Klötzchen, die Schnurrhaare, die fehlen, würde ich mal sagen, oder? Ach ja, ich habe ja vergessen, die Schnurrhaare aufzusticken. Ich werde mir jetzt etwas überlegen, wie ich die entweder im Nachhinein noch draufstecke oder vielleicht so hängend einfach dran nähe und schneide euch das auch noch ins Video. Ich habe mich doch dazu entschieden, die Härchen im Nachhinein aufzusticken, von der Nase beginnend, damit ich hier den Knoten verstecken konnte. Dafür habe ich meinen Zauberstift genommen und mir die Härchen einmal angezeichnet und das Ganze dann mit der Hand gestickt. Wer einen Zauberstift nicht kennt, das ist eine Farbe, die allmählich auf dem Stoff wieder verschwindet, beziehungsweise spätestens beim ersten Waschen. Um das Ganze noch etwas interessanter zu gestalten, und das war, glaube ich, bei meiner Vorlage nicht der Fall, wollte ich den Schwanz und die Öhrchen noch zum Knistern und zum Rasseln bringen und habe dafür ein Glöckchen von einem Lindosterhasen und einen Bratenschlauch verwendet. Dafür habe ich die beiden Teile eines Öhrchens, in meinem Fall diese beiden verschiedenen Stoffe, rechts auf rechts, also mit der schönen Seite nach innen, aufeinander gelegt. Und das Ganze auf ein Stück Bratenschlauch. Das wurde dann mit den Stecknadeln fixiert, damit es mir beim Nähen nicht verrutscht.
Und ganz wichtig, jetzt beim Nähen die beiden unteren Bereiche offen lassen. Nachdem ich das Ganze einmal genäht hatte, habe ich den Bratenschlauch ringsherum zurückgeschnitten und dann ganz vorsichtig die Nähte mit meiner Stoffschere eingeschnitten. Jetzt konnte ich die Katzenöhrchen wenden und jetzt sieht man auch, dass dieser Bratenschlauch eben dann innen liegt. Normalerweise würde man die Kanten jetzt nochmal ein bisschen bügeln, aber bei diesem Stoff war das nicht nötig. Spielereien gibt es natürlich auch jede Menge für die Kätzchen. Also ich könnte jetzt ein bisschen Katzenminze reinmachen, gell? Oder einfach ein bisschen Katzenleckerchen. Um das Katzenglöckchen nun in den Schwanz einzuarbeiten, habe ich die beiden Teile rechts aufeinander gesteckt, einmal ringsherum genäht, diesen Teil hier offen gelassen fürs Wenden und dann das Ganze einmal ringsherum mit der Schere eingeschnitten. Danach konnte ich das Ganze einmal wenden und hier eignet es sich wirklich, einen langen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Stift, zu verwenden, um die Kanten gut rauszuarbeiten. Mit dieser Füllwatte habe ich nun den Katzenschwanz ausgepolstert und dieses Glöckchen mit eingearbeitet. Für den letzten Arbeitsschritt benötigt ihr neben einer Nähmaschine eine Stoffschere, Stecknadeln, Garn und eventuell eine Nadel, um mit der Hand zu nähen. Zuallererst habe ich den Katzenschwanz eingenäht und dafür musste ich ein Teil des Körpers, und zwar ganz wichtig ist das hier das hintere Teil, falls ihr mit zwei Stoffen arbeitet, einschneiden, sodass ich den Schwanz einnähen konnte. Ich markiere euch das aber auch im Schnittmuster. Danach habe ich den Katzenschwanz an die entstandene Naht gelegt, den hinteren Teil des Körpers einmal übereinander geklappt, das Ganze festgesteckt und dann konnte ich diese Naht nähen. So sah das Ganze dann aus. Und um jetzt die beiden Teile des Körpers aufeinander zu nähen, musste ich diesen Schwanz nach innen fixieren. Hier habe ich wieder die beiden Stoffteile rechts aufeinander gelegt und das Ganze ringsherum festgesteckt. Ganz wichtig, am oberen Teil wieder eine Wendeöffnung lassen, vor allem weil auch hier später der Kopf noch eingenäht wird. Und manchmal, da ich das sonst beim Nähen übersehe, markiere ich mir das mit dem Stift. Nach dem Nähen habe ich das Ganze wieder auf rechts gewendet. Ja, und zusammennähen, wie gesagt, muss mir das Ganze auch nicht mehr gehen. Da ist unten so Klettverschluss. Machen wir jetzt einfach so ein paar Leckerchen rein. Zack, ist es zu. Ja, bleibt mehr Zeit zum Spielen und zum Amüsement für die Mutti. Als nächstes habe ich nun den Katzenkopf zusammengenäht und hierbei wieder auf dieses leichte Muster in meinem Stoff geachtet. Und nun kamen die Knisteröhrchen ins Spiel, also habe ich sie nach innen, so sollen sie später aussehen, aber sie müssen ja nach innen eingenäht werden, gelegt. Und dabei festgestellt, dass diese Rundung am Kopf, so wie ich es mir bei meinem Schnittmuster ausgedacht habe, nicht stimmt. Also ich habe das Schnittmuster hier für euch dahingehend geändert. Und beim Nähen wieder darauf achten, dass ihr unten am Hals die Wendeöffnung offen lasst. Die Nahtzugabe habe ich danach ringsherum wieder vorsichtig eingeschnitten und den Kopf gewendet.
Für den nächsten Schritt habe ich nun eine Nähnadel verwendet und etwas von diesem Garn. Und hier sieht man schon, was ich gemacht habe. Ich habe nun die Ecken jeweils ringsherum gereiht. Also so habe ich das von meiner Oma gelernt. Gereiht heißt mit ganz groben Stichen. Warum, zeige ich euch gleich. Und jetzt zeige ich euch an einem Beispiel, wie ich das gemacht habe. Zunächst habe ich mir mit einer Stecknadel einfach nach Augenmaß eine Linie markiert. Ganz wichtig, nur durch die eine Schicht des Stoffes stecken. Das Ende meines Fadens hatte ich schon verknotet. Und nun konnte ich mit der Nadel von innen beginnen, auf der Höhe der Naht und meiner gesteckten Nadel. So sah das Ganze dann aus. Und diese Naht habe ich auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der grauen Seite, dann fortgeführt und mir auch dort wieder zur Orientierung meine Stecknadel gesteckt. Ganz wichtig, verwahrt den Faden am Ende nicht und schneidet ihn auch nicht ab, denn den brauchen wir noch. Nachdem ich das mit allen vier Ecken gemacht hatte, habe ich mir etwas von der Füllwatte genommen und es in eine Ecke hineingegeben. Ja, und jetzt kommt der Trick. Ihr werdet ihn vielleicht kennen. Und zwar, ihr zieht einfach an diesem langgelassenen Faden und das Ganze zieht sich schön zusammen, sodass so eine kuschelige Ecke entsteht. Den Faden konnte ich nun von innen gut verwahren, verknoten und abschneiden. Und das Ganze habe ich dann mit allen vier Ecken gemacht. Was hat denn die Mutti da für dich? Oh, ja, was ist denn das? Oh, ja, da riechst du. Ah, hast du schon eins rausgeholt? Ja, prima. Feines Kätzchen, super. Jetzt konnte ich die beiden Teile, Kopf und Körper, zusammennähen und dazu habe ich den Kopf zunächst auch mit der Füllwatte befüllt und unten einmal füßchenbreit zugenäht. Achtet darauf, dass die Breite dieser Naht nun auch in der Breite zu der Halsöffnung passt. Ich habe mir das Ganze festgesteckt und wollte es eigentlich mit der Nähmaschine nähen. Das hat bei mir nicht gut funktioniert, weil immer entweder der vordere oder hintere Stoff doch etwas verrutscht ist und ich hier natürlich eine ganz genaue Naht haben wollte. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, das Ganze mit der Hand zu nähen. Das war's für heute aus Klötzchens kreative Ecke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch wieder ein bisschen anregen, inspirieren, etwas für eure Freunde, für eure Familie zu Weihnachten selber zu machen oder auch generell einfach für euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Es würde mich sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sonstige Wünsche oder Ideen habt, tauscht euch miteinander aus. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und kreativ. Euer Klötzchen. So, Madame Mim. Dürfen Sie auch mal ins Bild. Du bist meine Schnuffelkatze, nicht wahr? Brrr. Tschüss. Noch ein kleines Rätsel. Wer erkennt, was sich in der kreativen Ecke verändert hat? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn ihr das Video über diese Ecke in unserer Küche noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das gerne hier anschauen. Ich glaube, wenn euch das von Klötzchen zu kompliziert ist, gell, könnt ihr auch einfach mein kleines Schnüffelkätzchen hier nachmachen. Und vielleicht erkennt ihr ja auch, an mir gibt es auch was Neues zu entdecken. Hm? Wer hat es erraten? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Uschi. Hm? Ja, Madame. Du darfst jetzt gleich mal damit spielen, gell? Ah, ja. Hm. Oh, super Mim. Bravo.